Wie der erste Teil geendet hat, startet auch der zweite Teil. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, gerne einmal anschauen. Wir haben diesen leckeren Hotpot mehrmals gegessen und wie ihr sehen könnt, diese Vielfalt dieser Speisen, es war einfach super, super lecker. Und das Tolle war einfach dieses Zusammensitzen. Und ganz ehrlich, ich konnte nicht aufhören. Ich habe mich maßlos überfressen, auf Deutsch gesagt. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Hier sind wir in einem Café gewesen, was direkt in der Nähe von der Fabrik war und ihr müsst ein bisschen Katzen-Content mit rein. Schaut euch die süßen Katzen an, das war einfach mega niedlich. Dementsprechend wollte ich euch das nicht voranhalten und gleich geht's direkt weiter mit einem Restaurantbesuch der, ich sag mal, spezielleren Art. Guten Morgen an Tag 2 hier in Dajing. Ich vergesse jedes Mal den Namen. Dajing. In der Stadt, wo unsere Produktion ist, unsere Firma ist. Werden wir rausgucken. Wir werden jetzt abgeholt mit dem Fahrer wieder in die Firma. Und heute ist nämlich die Besichtigung vom Werk dran. Wäre ziemlich cool. Ich habe gut gepennt. Jetzt ist es 2.30 Uhr heute bei uns. Also dementsprechend ungewohnt. Man ist noch ein bisschen müde, aber ich habe lange geschlafen auf jeden Fall. Daher, Kaffee first. Da werde ich euch jetzt nicht wirklich viel mitnehmen können, aber spätestens morgen sind wir dann in Peking, dann geht's ab. Also Leute, bis später. Da ist das gute Stück, der gute Wagen. One morning in the morning. Wie geht's euch, Männer? Morning. Ja, ich bin okay. Da. Fit, immer. War ja der erste beim Frühstück. Also wir sind hier gerade in so einem traditionellen Food Court, keine Ahnung, ihr habt gesehen, was es da gibt. Da gibt es sogar frische Frösche, Fische, du kannst hier alles aussuchen. Auf jeden Fall gibt es hier traditionelles Essen. Also wir sind noch nicht mal, also wenn wir in Peking sind, wird glaube ich noch krasser. Du kannst hier alles bestellen, also heftig, heftig, heftig. Boah. Aber gut, so ist es halt hier, ne? Muss man dazu sagen. Ne? Mal eben angucken. Die Frösche drin, Stör. Ja, ja, so ist das hier. Crazy. Hier ein ganz kleiner Einblick, was wir gegessen haben. Ein Video konnte ich nicht aufnehmen, da wir mit einigen Geschäftspartnern zusammen waren. Aber ihr seht einfach die Vielfalt. Das war wieder super lecker. Alles auf einen Tisch, verschiedenste Gerichte. Und da waren auch richtig scharfe Dinge bei. Tag 3 in China. Tag 2 von der Fabrik ist zu Ende. Wir werden jetzt frühstücken gehen. Und im Anschluss verabschieden wir uns von unserem Chef. Und dann geht's Richtung Bahnhof und wieder Richtung Peking. Und dann haben wir heute und morgen Sightseeing und verschiedene Foodtouren. Also geplant auf jeden Fall. So, Mr. Frankie. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zu. Nee, nicht zu, ich sag mal zu. Nach Peking. Peking. Und jetzt quasi würde ich sagen, geht's richtig rund hier. Ja, ja. Gewinne, gewinne, gewinne. Also wir haben jetzt quasi einen Fahrplan mitbekommen, wo wir machen werden. Wir werden einige Besichtigungen machen. Unter anderem? Berliner Mauer, wollte ich gerade sagen. Mauer. The Great Wall. Bei 40 Grad. Ja. Wir haben noch irgendwie, ist das heute das chinesische Barbecue oder so? Ein besonderes Restaurant, wenn wir uns angucken. Und wir werden versuchen zwischendurch. Also wir haben jetzt niemand mehr dabei. Also quasi jemand aus China, der uns noch ein bisschen unterstützt. Also das ist echt hilfreich hier. Und wir werden nochmal gucken, dass wir so einen Food Market angehen, wo wir so ein paar geile Sachen essen können. So richtig scharfe Sachen natürlich. Darum geht es für mich persönlich. Und die Jungs wollen eklige Dinge machen. Und scharfe Sachen. Und scharfe Sachen. Ich habe ja nicht so viel versprochen. Der Frankie, den muss ich nochmal in der Currywurst mal zerstören. Aber auf dem Markt hier müssen wir. Seht im Video, wer da wem zerstört hat. Das Video, das hundertprozentig, das kannst du nicht vergleichen mit deinem. Immer noch nicht. Ich denke immer noch, gerne mal oben abchecken das Video, dass er da genauso viel gegessen hätte wie ich. Ja, ich habe auf dem Stand schon so viel gegessen. Das ist ein Schnacker. Ich sag dir das, du wirst beim nächsten Mal richtig abkacken. Bei Wasabi, habe ich ja gesagt, das war heftig, oder? Der Wasabi, den werden wir noch mal kaufen. Schade, da ich da kein Video von deinem Gesicht gemacht habe. Ich habe ein Bild gemacht, das habe ich hochgeladen. Hast du, ja? Ja, Katastrophe. Ach, echt schlimm.
nicht zu vergleichen mit unserem Wasabi, unserem europäischen Wasabi quasi. Ja, ja. Von übrigens 307 km/h, also die Bahnhöfe hier und die Züge, das ist hier ein Traum. Das läuft also alles on point. Also pünktlich gekommen, 3 Minuten vorher und genau abgefahren. Ja. Also, das war quasi der kleine Einspieler. Und dann würde ich sagen, als nächstes sehen wir uns irgendwann am Bahnhof, irgendwo bei einem Foodspot. Oder ich werde ein paar geile Aufnahmen reinfilmen, rein zeigen, wie auch immer. Mal kurz den Eumel hier vorne da. Cool. Da oben. Ja, ja. Bis später. Boah, ich bin so müde, ey. So, jetzt sind wir in Peking. Peking. Ping, ting, ting. Wir warten auf unsere Autos. Wir sind zwei Autos vor uns. Okay, thank you. Ja. Also wir sind in einem traditionellen Restaurant hier. Das ist wohl extrem übervoll immer. Katastrophenfahrt. Also hier in Indonesien braucht man so lange für die Autofahrten auch. Brutal. Aber wir wollen mal gucken, was es hier so gibt. Da kommen schon die anderen. Ist auf jeden Fall ein besonderer Laden. Die, was heißt das? Die Peking Ente, ne? Peking Duck. Dann brauchen wir das Ei essen hier. Okay. Das sieht gut aus. So professional. Ja. Yeah. Not so artistic as she did. So. Wollen wir mal testen? Das mit, also, aber Schokolade ist lecker. Ja, das Ding ist richtig lecker. Ja, ich weiß gut. Das hier? Das ist doch die Ente. Entenhaut. Was hier? Teig? Pekinghaut? Der Salat ist geil mit der Orangensaft, ja? Ja, das sieht gut aus, doch. Noch mehr? Ja, das ist halt ein Unterschied. Bin komplett K.O. Konnte ich gut filmen hier. Ein bisschen Trubel und Kamera ging aus. Aber das Essen war geil. Ich erzähle noch ein bisschen was dazu. So viel gemischt hier alles. Das ist echt mega gut. Ich muss dir mal kurz noch ein bisschen unter den Tisch zeigen. Da unten ist die Ente. Der Rest der Ente. Schon ganz geil, ne? Und mit dem ganzen Brot hier so alles so ein bisschen. Von jedem, jeder was von jedem nehmen. Oh. Der Salat mit Orangensaftsoße. Ja, 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 ja. Der war warm. Orange shirt, 40°. Wir sind wieder draußen und jetzt geht's zum Hotel. Ja. Wir haben unsere Tourguides hier. Wir sind so vollgefressen. Schaut euch mal hier die Technik an. So wird das hier gemacht, nur mal eben so nebenbei, ne? Also, Hut ab. Aber es funktioniert hier alles. Also, kann man nicht anders sagen. Oh, thank you. Show. Bei dezenten 40 Grad sind wir angekommen. Hier gibt es Roboter, die abräumen, aufräumen. Oh. Ah, schon ein Ticket drin. Oh. Das sieht aber schön aus, meine Leute. Oh, yes. Aber oh, das würde ich jetzt mal als schönes Zimmer bezeichnen. Also, wir sind kein Zimmer, also Badezimmer. Moin, da ist er. Also, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Oh, eieiei, eingelassener TV.
Also Leute, da kann man glaube ich nichts sagen, ne? Ich hoffe, das kommt auf der Kamera auch gut rüber. Schönes Bett. Oh, ist das kalt hier. Guck mal, hier machen sie wieder Tee. Tee ist hier wirklich so... besonders. Okay, der View ist jetzt nicht so geil. Oh, geil. Das ist richtig groß. Kann man jetzt, das ist bestimmt 1,80. Riesending. Okay, Leute. Fürs Zimmer, also für eine Nacht und überhaupt, finde ich ein sehr gutes Zimmer, sehr schönes Zimmer. Muss man eben kurz ein bisschen Kamera-Equipment laden. Und dann geht es gleich in Café. Und dann gehen wir uns etwas Besonderes angucken. Sightseeing quasi fängt an. Wir haben jetzt eine Viertelstunde in etwa Pause. Und dann gucken wir mal, ob wir heute Abend noch einen coolen Foodspot finden. Oder spätestens morgen. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar Sightseeing-Sachen mit einnehmen, ein paar Eindrücke. Die werde ich immer mit einfließen lassen, jetzt die ganze Zeit über. Sodass ihr ein bisschen Einblick bekommt, was wir so Schönes erleben, was man so Tolles hier sehen kann. Falls es was Tolles gibt. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr stressig so auf den Straßen. Es wirkt sehr stressig, sehr voll. Roller von A nach B, von links nach rechts, alle ohne Helm. Also ist alles erlaubt hier. Aber am Ende passiert nichts. Die sind alle trotzdem rücksichtsvoll. Die sind alle entspannt. Und super, super herzlich und freundlich. Also wir haben jetzt zwei Frauen, die uns alles zeigen und helfen. Also richtig gut. Da zeigt mir mal in Deutschland jemand, der das am Wochenende quasi macht und unterstützt. Also was. Wir sehen uns gleich wieder. Hier ist richtig Action. Richtig cool aus hier. Oh Mann, die hupen uns ja alle an. Guck mal hier, das Restaurant. Gott, das ist hier voll. Crazy. Ah. This way? Ha? Huh? What is this? Different colors, this. It's traditional. Irgendwelche besonderen Masken sind hier. Also hier ist für mich cool. Aber jetzt finde ich, die Wärme geht langsam, ne? Es sind zwar 40 Grad, nee, aber irgendwie 34. Ja? Ja? Dann ist auch kühl. Es ist cold. Was gibt's hier? Essen, Sweets, Haare. Hier, Dux. Das ist echt cool hier. Guck mal, da warnt jemand. Oh. Irgendein leckeres Eis, was Michelin-Sterne bekommen hat. Wenn das wirklich so ist, ich weiß es nicht genau. Also ist es so normal, mit Maske rumzulaufen, ne? Oder mit irgendwelchen Abdeckungen. Und wir essen jetzt mal irgendwie ein besonderes Eis. Ich habe einfach gerade so Süßigkeiten gekauft. Aber es sind 40, na, 32 Grad, aber so eine hohe Luftfeuchtigkeit, das ist echt crazy hier. So, wir haben so viel bestellt hier. Reisegruppe, mal einmal lächeln. Alle da. Looks good. Okay, gehen wir in dieses Café. Sugar Café. Oh. Okay. Cool. Gibt es Kuchen? Würdest du gerne alles probieren, aber es ist leider alles nicht vegan. Die haben so leckere Sachen hier. Ich bekomme mir auf jeden Fall eine Hautlatte. Okay, Cappuccino. Ich habe gerade die Kuchen zerbrochen. Mal gucken, wie die schmecken. Einen habe ich schon gerade gegessen, so ein Pineapple. Die sehen echt gut aus. So cool. Ja? Ja, so cool. Das sind so reine Zuckerdinger hier. Mmm. Mmm. Very dry. Oh, very tasty. Wie wir alle aussehen. Aber das ist echt lecker, das Ding. Mmh, ein bisschen wie Zuckerwatte, aber klebriger und super lecker. Mal der Cappuccino. Schau mich gut, Digga. Ich hab meinen abgegeben. Das klebt im Mund, das glaubt man gar nicht. Wir sehen uns später wieder. Schau, wie schön. Ja, ja, klar. Deswegen sag ich mal Google Home. Guck mal, Muschel. Hi. Oh ja, Austern, ja? Ist hier Bubble Tea? Take some pictures. Yeah. Thank you. 来，你们站好，你们站好。
Okay, warum auch immer, die wollen Fotos von uns machen. Thank you. Okay, wir wollen von uns alles Fotos machen hier, ich weiß gar nicht. Die ganze Kindergruppe hier. Also das ist echt witzig. Aber das wird mal eine Attraktion sein, habe ich auch nicht gedacht. I'm a star in China. Ja, wir sollten hier bleiben, hier wird man auf jeden Fall nach Fotos gefragt, warum auch immer. Die kennt das hier nicht, irgendwie Touristen so viele und die ganzen Kinder sind irgendwie dann so und wollen jeder ein Foto mit einem machen. Witzig, aber warum nicht, ne? It's normal hier. Ja. Ah, das nenne ich Meisterarbeit. Jetzt sind wir in einem traditionellen Tempel hier und ich zeige euch mal so ein paar Einblicke. Cool. Genau sowas habe ich echt erwartet und gesucht.